Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen. Hatschi! Was für ein Hundewetter. Boah, nass bis auf die Knochen. Was? Wo waren wir? Ach ja, herzlich willkommen zu Alex bei einem wunderschönen Regenwetter. Und wir möchten Raptoren jagen, denn die Herren da hinten haben erfolglos versucht, eine Horde, hoppala, eine Horde Raptoren auszuschalten. Toll. Ich springe einmal und breche mir fast das Genick dabei. Ja, das ist bin typisch ich und deshalb lege ich mich kurz hin. Aha, das Bett geht nicht. Schade. Geht überhaupt irgendein Bett? Irgendeins? Bitte? Ich glaube nicht. Toll, das habe ich wieder schön hinbekommen. Wartet mal. Das lade ich nochmal kurz. Momentele. Auf jeden Fall, wir werden Raptoren jagen gehen. Wir haben Pfeile. Ich hoffe, das reicht. Ich glaube, 80 haben wir gekauft, oder? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ist ja schon wieder eine Woche her, dass ich das letzte Mal gezockt habe. Ja, wir sind in einer neuen Aufnahmesession. Das habt ihr richtig erraten. Bolzen, 85 Holzpfeile. Da haben wir sie ja schon. Da ich nicht weiß, wie viele Raptoren das sind. Wir haben noch 91 Elixit. Ich glaube, ich hole noch ein paar Pfeile. Boah, aber diesmal ohne Genickbruch, bitte. Beziehungsweise ohne Fußverstauchen. So, geht ja. Hey, Kumpel. Ich will noch was haben. Sag mir, was du hast. Und zwar will ich haben... Ich hoffe, du hast da noch was. Ich will. Ja, da hat er schon noch. Holzpfeilchen. Ich würde sagen, nehmen wir noch... Wir sind dann zwar pleite, aber nehmen wir 45 mit. So. Gut. Ja. Ich glaube, jetzt sind wir recht praktisch gewappnet. Ich hoffe, dass wir auch zum Bekämpfen dieser Viecher einen guten Platz kriegen. Das würde mich sehr freuen. Das ist mal eine schöne Brücke. Die ist ja schön bunt. Achso, das sind Kabel. Jetzt sehe ich das erst. Aha. Ja. Wenn die Welt auseinanderfällt, ne, dann kann man auch mal so ein Kabelgewirr als Brücke gut nutzen. Verstärkt mit ein bisschen Metall. Oh, nicht schlecht. So, die Frage ist jetzt, wo diese Kackviecher sind. Habe ich die schon markiert? War ich da schon schlau genug? Das sind, Teleporter, ne? Nein, das habe ich nicht. Und wieder muss ich mal kurz husten. Auf der Lauer, auf der Mauer sitzt der kleine Geron. Was will der haben? Einige Zeit ein paar Kreaturen. Lauernder Raptor, lauernder Rudelführer. Ja, ja, das ist schon das. Das erinnert mich wieder ein bisschen an Gothic 2. Die Snapper, ne? Im Minental. Das Rudel, das dieses eine arme Lager da nicht in Ruhe gelassen hat. So, genau, mit Y. Schön markieren auf der Karte. Da drüben sind die Mistviecher. Ja, es gibt's ja nicht. Den kleinen Sprung da, willst du mich schälen? Ohne Worte. Ohne Worte. So, dann sauft mal das. Ich würde gerne auf den Baum klettern, wenn es möglich wäre. Ey, das muss reichen. Da unten strawanzen sie herum, die Viecher. Aha. Zack. Okay, das macht überhaupt kein Damage. Das ist natürlich schlecht. Da verballe ich mein gesamtes... Wieso sind die Quests hier so schwer? Und wie so verdammt schwach? Schau mal. Überhaupt kein Damage. Aha, der eine kommt schon, ne? Ich muss da gerade ein bisschen aufpassen. Also hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das so schwer geht, ne? Hätte ich echt nicht für möglich gehalten. Vielleicht ist das ganze Questgebiet hier ein bisschen ungünstig für uns.
Vielleicht sollten wir noch ein bisschen um Goliath rumstravanzen und dort die kleineren Viecher killen, damit wir im Level aufsteigen, Geld verdienen können und uns neues Equip holen können. Das ist ein Witz. Da wären wir in 20 Jahren nicht fertig. Bist du jetzt wieder gesund oder was? Hör auf. Na, das. Boah, jetzt hab ich mich gerade erschrocken. Der ist einfach woanders hingelaufen, oder? Hoffe ich. Das ist ein bisschen eine blöde Geschichte. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ja, das macht keinen Damage. Da ist es schade um die Pfeile, sage ich euch ganz ehrlich. Weißt du was, ich lade nochmal. Das ist echt... Also hätte ich nicht, so, hätte nicht gedacht, dass das jetzt schwer ist. Weil wir hatten ja schon mal Raptoren besiegt. Und das ist eigentlich ziemlich einfach gegangen. Aber das dürfte sich hierbei um eine jüngere Variante gehandelt haben, nehme ich mal an. Schade. Ich habe jetzt auch irgendwie... Haben wir hier einen Teleportpunkt? Ich glaube, ne? Hier wenigstens. Dann wäre es nämlich echt schlauer, wenn wir uns hier ein bisschen umschauen. Vielleicht nochmal zurück raufhatschen bei unserem Absturzgebiet, wo ich nicht einmal mehr weiß, wo das war. Wäre vielleicht sogar gar nicht blöd. Machen wir einfach. Gehen wir ein bisschen trainieren. So. Ja, bitte. Schauen wir uns ein bisschen da in der Gegend um. Das geht so nicht. Das ist komplett sinnlos. Da verbrauchen wir bei einem Vieh schon 100 Pfeile. Das, oder gefühlt zumindest. Das ist ein Blödsinn. Da ist gescheiter, wenn wir uns ein bisschen jetzt auf die Jagd begeben. Also auf die Bierschlägen. Und junges Getier wegschnetzeln, dass wir zum einen besseres Equipment kriegen können, weil wir dann Geld verdienen, also Elixit verdienen, und zum anderen kriegen wir dann Erfahrungspunkte. So, ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Da unten ist noch eine Blume. Hui! Ich wollte schon sagen, oh, ich stürze ab. Boah, das ist nochmal gut gegangen. Ich meine, das... Da, das nicht. Oh, Glück gehabt. Ich meine, Absicht war das. Ja. So. Ich bin schon wieder übermütig. Das könnte mir unter Umständen wieder mal mitbrechen. So, hoch mit dir, genau. Komm hier so hoch, kannst du klettern? Ja, super. Fein machst du das. Will ich einmal eine Blume haben, verstehst? Ich glaube, das ist wieder so ein... Trollkraut, genau. Aber schön ist sie schon. Also schön designt ist die Blume, muss ich sagen. So. Aha, da wäre der reguläre Weg gewesen. Ah ja. Warum einfach, wenn es die Zocki kompliziert machen kann? Aha, da vorne ist denn ein Viech. Zwei sogar. Was haben wir denn da? Kuckuck. Ein bisschen weiter vorne noch. Ich hoffe, das ist jetzt nichts Tödliches. Ah, das sind die Dinger. Oh. Haben wir die Erfahrungspunkte gekriegt? Ich glaube noch nicht, ne? Der ist weg, den haben wir bekommen. Der kleine Beißer. Der wische den. Ja. Ups. Au! Ja, sicher! Au! Du aggressives kleines Mistviech. Echt? Ich muss mal was trinken. Komm daher, du Händel. Zack, zack und zack. So, jetzt ist er hin. Weil allein mit unserem Fleischhammer da den dieses unscharfe Klumpert. Also diese rostige Axt da, mit der kommen wir echt nicht weit. Also da muss man aufstocken jetzt langsam. Das geht so nicht. Und wir machen das nach alter Gothic- und Risen-Manier. Alles, was schwach ist, wird zuerst gekillt. Das stärkt unsere Manneskraft und unseren Heldenmut. Und dann wird schon werden. Kriegen wir schon hin. Oh, ruck.
Gott sei Dank haben wir die Karte, die zeigt uns früh genug, ob hier irgendwo die Tier herumstravanzt. Tatsächlich. Boom, ein junger Hirnwolf, wollte ich schon sagen. Hornwolf. Hirnwolf, ich bin auch so ein Hirnwolf. Hui. Komm, Energie. Danke dir. Ja, die unsere Rüstung auch. Die kriegen wir hin. Ja, komm, zack. Was, sehr gut gemacht. So, looten nicht vergessen. Ja, so wird's, so geht's. Da können wir auch das Fleisch ein bisschen verknuspern, was wir da schon fleißigst gebraten haben. Da vorne ist das nächste Opfer. Da ist er. Schwacher Kritter. Zack, zack, zack. So muss das ausschauen. Sehr gut. Jetzt wird es halt ein bisschen langweilig für euch. Außer ich renne wieder über irgendein Viech, wie ein Unhold zum Beispiel, der uns wegputzt. Aber wir müssen stärker werden. Es geht nicht anders. Wir können es uns nicht weiter questen. Und ja, wie gesagt, wir wissen ja, das geht am einfachsten, wenn wir uns den kleinen Viechern hier widmen. Die ein bisschen dezimieren. Dann werden wir auch schnell stärker werden. Es ist halt, sobald wir eine bessere Waffe haben, eventuell vielleicht noch eine bessere Rüstung kriegen könnten. Aber das wird wahrscheinlich erst möglich sein, wenn wir uns einer Fraktion anschließen. Ja. Mal schauen, vielleicht finden wir auch schon auf dem Wege eine neue Fraktion an, vielleicht die Kleriker oder so, dann können wir uns ja dort ein bisschen einschleimen. Hier haben wir zum Beispiel schon ein kleines Lager, ein bisschen müssen wir schlafen. Bin ich so verletzt? Ich weiß es gar nicht. Warte, lass mich mal mühselig aufstehen. Na, es geht. Noch nicht. Aber das können wir uns merken. Zumindest ich probiere es mal. Ja, wie gesagt, vielleicht finden wir dann schon mal eine neue Fraktion an. Dann können wir da ja uns auch schon mal ein bisschen einschleimen. Und wie gesagt, uns anschließen werden wir uns mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hier den Berserkern. Wegen des Manas und der Magie, die sie nutzen können. Ach so, da sind wir wieder bei der Siedlung, ne? Giftresistenz habe ich jetzt noch nicht. Was bist du davon? Ist ein Hornwolf, glaube ich. Warte, muss man auf den Zweier schalten für den Bogen. Was bist denn du? Steht nicht. Aber ich glaube, das ist ein junger Hornwolf. Dann werden wir gleich das Fell über die Ohren ziehen. Soll ich mal speichern? Ich gehe mal speichern, ne? Das wäre auch nicht schlecht. So. Ja, bitte. Die Zocki dankt. So, dann schauen wir mal. Ja, ein Junge. Habe ich ihn erwischt? Zumindest ist er anzipft. Servus. Kann der hier rauf? Wo ist denn der Depp jetzt hin? Ah, hier. Natürlich kann er rauf. Wow. Au. Bist du... Ja, so ist er. Du wolltest gerade sagen, die Waffe ist, oder? Schon hin ist er. Wow. Sehr gut. 25 Erfahrungspunkte. Yeah. So, die Waffe können wir einstecken. Da ist unser Opfer. Sehr gut. Also ich muss sagen, das Talent mit den zusätzlichen Beutedingens, was wir da kriegen, gefällt mir sehr, sehr gut. Unserem Geldbörserl wird es auch sehr gut gefallen. So, jetzt schauen wir weiter in die Richtung. Irgendwo war, glaube ich, noch ein Kritter, oder? Aber ein größeres Exemplar, ich habe es vergessen, was es war für ein Viech, das uns damals so schier zugesetzt hat. Hatte. Hier stravanzt irgendwie nichts rum. Oder vielleicht doch. War das gerade ein Beißer? Tatsächlich. Da unten. Oh, mehrere. Kleine Beißer. Und boah, ey. Ah, Elixit ist da unten. Gut zu wissen. So. Aha. Kommt die jetzt zu uns, oder rennen die da jetzt einfach so rum? Drei kleine Beißer könnten ein Problem sein. Ich muss mal kurz Reis ausnehmen. Oh, wo schieße ich denn hin? Ich gescheite Fallen. Wow, das war auch nicht gut. Auch nicht gut. Nicht gut.
Kommt die jetzt wieder her? Höchstwahrscheinlich, ne? Aber wir können das ja gezielt ausnutzen. Schau dir das an. Wow! Ich wollte nur rüberhüpfen. Eigentlich auf die andere Seite. Boah, ich kann das echt gut. Nein. Nicht. Ja, da treffe ich. Vier sind es. Vier oder fünf? Alter. Ja, ist ein bisschen Spielerei. Das dauert jetzt 12 Stunden. Und den ersten haben wir schon mal. Ich liebe das Jetpack. Ihr dämlichen Händeln, la la la. Haben wir ihn erwischt? Ich glaube, ne? Muhaha. Wir sind ja ein Meisterjäger, sind wir. Den haben wir auch erwischt. Den haben wir auch erwischt, sehr gut. Und wir nehmen wieder Reis aus. Hui! So, den plündern wir schon mal. Hier hinten rennt nur mehr einer. Ah, da kommt der zweite. Hoppala. Jawohl, dann haben wir auch. Und wieder Reis ausnehmen. Hui! Hui! Ja, ich weiß, das ist ein bisschen lame, langweilig und, naja, was soll ich sagen, aber effektiv. Ah, da drüben ist er. Wusch! Na komm, komm! Hoppala! Wieder ein Pfeil verschossen. Nein! Angry Hand. Angry Bird. Das geht, man kann mit dem Jetpack oben bleiben? Echt? Das wusste ich nicht. Ich glaube, den werden wir jetzt mit der Axt erledigen. Komm her, Freund. Zack, zack. Wenn ihr was treffen würde mal, ne? Das war irgendwie gerade ein Schuss in den Ofen. Zack, 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 zack. Hä? Wieso geht das noch? Aha, weil ich zu weit oben stehe wahrscheinlich. Hallo, Kackviech. Au, bist du gescheit. Jetzt hör auf. Das war jetzt echt lame. Wieso greift der Depp nicht an? Ja, ja. Ja, 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 ja. Oh Mann. Nicht der Ernst. Ach, Kacke. Vergessen speichern auch noch. Das fängt schon wieder super an, der Part. Super. Boah. Wie schlecht. Das glaube ich. Kann ich meine Waffe wechseln, bitte? Au! Gib weg. Geht ja. So. Mann, ey, wie schlecht. Wo bin ich eigentlich lang gelaufen? Ich glaube darüber, ne? Ma, wie schlecht. Oh Gott, ich ärgere mich gerade. Es ist wieder typisch ich. Ja, ich habe ihn unterschätzt, den kleinen Kerl. Ich gebe sogar offen und ehrlich zu. Ich habe den jetzt echt unterschätzt. Ich habe echt gedacht, das geht jetzt easy cheesy, dann gehen wir noch locker hin. Haben wir eh genug Energie, dass ich aber nichts treffen tue. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Ich bin mir zu 90% sicher, dass ich die Stelle jetzt nicht mehr finde. Ich glaube, ich finde die jetzt echt nicht mehr an. Dann haben wir wieder einen Ohrenwolf. Hm, wo bin ich lang gelaufen? Ach, das kriege ich schon raus. Ich glaube, über die Blücke, oder? Ist ja wurscht. Machen wir mal den Hornwolf davon fertig. Ich hoffe, das ist jetzt kein großes Exemplar. Doch, es ist ein großes Exemplar. Was sehr schlecht ist, weil die können ja, wir wissen ja. Willst du bitte wegschweben? Yep, ich wollte gerade sagen, die können nämlich Blut spucken. Ausweichen.
Hä? Wir rennen darum. Oh! Das nimmt uns aber nicht unsere Beute weg. Au! Ich hab's nicht gesehen, wo der Depp ist. Treffen wir den jetzt bald mal? Alter! Trink was, du Pfosten! Es trinkt ja nichts. Ah, ich könnte kotzen. Das läuft halt schon nicht gut. Okay, ich würde sagen, wir lassen den Part. Das ist wieder scheiße, echt. Jetzt hätte man eh fast gehabt. Wieso trifft denn der nix? Du kannst echt nix, Freund. Nix. Wir können nix. Wir sind ein richtiger, typischer Anfänger. Wir können gar nix. Naja, dann vielleicht im nächsten Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr dieses Desaster hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich laufe mal ein Stück weg, damit ich die nicht pull. Ah, ist schon zu spät. Also dann, tschüssi.